Es wird schon gerettet, aber es werden immer nur die Eigentümer, also die Aktionäre der Banken gerettet, natürlich nie, muss man noch genau betonen, natürlich nie die Bevölkerung. Also gerettet werden immer nur die Eigentümer, das darf man natürlich im Begriff nicht sagen, weil die Eigentümer, die also Bankaktien besitzen, wir wissen in Deutschland, Österreich, besitzen nur ca. 3-5% der Bevölkerung überhaupt Aktien. Also das heißt, das ist also nur ein Bevölkerungskreis, der den Reichsten entspricht von den Top 1-5%. Also gerettet wird immer nur über 3-4 Ecken eben das Vermögen jener, die eh schon das höchste Vermögen haben. Letztendlich, und da kommen wir vielleicht eh noch ein paar Mal zu sprechen, ist alles eigentlich eine Geldsystemkrise, wie wir wissen. Wir leben also in einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem und aus diesem Geldsystem gibt es kein Entrinnen. Das von den Politikern und auch von den Massenmedien immer vorgegaukelte, was weiß ich, Schuldentilgungsfonds, Eurobonds und so weiter, suggeriert fälschlicherweise, dass irgendwann einmal ein Kredit zurückbezahlt werden würde. Und das ist natürlich in einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem überhaupt nicht der Fall. Wer die Schulden kontrolliert, kontrolliert einfach alles. Und das ist das Geschäft der Banken. Erklärend, wieso man dann zum Schluss natürlich bei der Staatsschuldenkrise angelangt ist. Ich glaube, das hat einen strategisch-politischen ganz einfachen Grund. Na, ganz einfach, wenn man sich anschaut, seit Griechenland, seit diesen unter Anführungszeichen Rettungen, na, mit der Staatsschuldenkrise hat man natürlich die Regierungen gewaltig unter Druck. Und die nicht gewählte EU-Troika, die also auch noch sehr diktatorisch agiert, setzt natürlich mit dem Begriff, die Staaten sind schuld, der Begriff Schuld alleine suggerierte schon, dass da die Regierung irgendetwas komplett falsch gemacht hätte. Dabei hat sie eben nur mit den neuen Kreditaufnahmen die Banken gerettet, also wiederum nur die Bankeigentümer, dass also diese Staaten jetzt tief in der Schuld seien. Und die EU-Troika, die also die diktatorische und abseits jeder demokratischen Legitimation agiert, setzt diese Regierungen unter Druck und da eignet sich natürlich im Sinne der massenmedialen Verdummung das Wort Staatsschuldenkrise hervorragend. Also ein Staat wird in die Schulden gestürzt und dann eben über Privatisierungen, das ist also der alte neoliberale Schmäh, muss man sagen, also das, was seit 30, 40 Jahren die Weltpolitik beherrscht, um eben diese über Privatisierungen wieder Zugriff zu bekommen über die Ressourcen, die eigentlich dem Volk gehören. Das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung Zyperns, ist ungefähr 17 Milliarden. Die Staatsschulden liegen bei 75%, also so ungefähr 12 oder 13 Milliarden. Und jetzt bekommen sie eine Hilfe von 10 Milliarden über den ESM und halt 6 Milliarden müssen sie selber aufstellen. Die 10 Milliarden fließen also von den anderen 17 Staaten, sprich von Deutschland 2,7 Milliarden und von Österreich 300 Millionen. Und es ist ja wirklich interessant, dass eben dieser ESM-Betrag von 10 Milliarden und eben der deutsche Anteil von 2,7 in den Medien überhaupt nicht vorkommt. Jetzt einmal zu den 6 Milliarden, die halt über diese Bankeinlagen, die man da 30-40% über 100.000 Euro abschneiden will, kommen soll, würde man diese 6 Milliarden übertragen auf Deutschland, und das ist eigentlich das, was man wirklich diskutieren oder sich überlegen müsste, ja, dann müsste die deutsche Regierung innerhalb von 2 Wochen oder von einem Wochenende 800 Milliarden Euro aufstellen. 800 Milliarden bedeuten im Verhältnis diese 6 Milliarden zur Wirtschaftsleistung und zur Steueranteil von Zypern, das für Deutschland. Und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen hat man natürlich auch bei der EU-Troika gesagt, sie wissen ganz genau, dass das nicht geht, weder über Steuerleistungen, früher oder später oder was auch immer, und schon gar nicht über ein Wochenende. Deswegen hat man gesagt, okay, wir machen einen Vermögensschnitt und dann nehmen wir die Banken her und halt die Bankeinlagen und dann haben sie das halt sehr, sehr unglücklich, muss man mal sagen, wenn man sehr, sehr höflich ist, sehr, sehr höflich formuliert, halt diese Strategie geboren, die natürlich jetzt ganz Europa verunsichert hat. Und ich bin eigentlich sehr froh darüber, jetzt wissen wenigstens alle 500 Millionen Europäer, wo sie mit dieser EU-Troika dran sind. Wenn man dann allerdings gelesen hat, dass die beiden größten zypriotischen Banken in England auch Filialen unterhalten und dass diese Filialen geöffnet waren, also währenddem die zypriotischen, also die einheimische Bevölkerung nicht zu Geld kam, kamen all jene, die natürlich in Großbritannien eine Filiale haben, und da kann man sich vorstellen, dass natürlich die russischen Vermögenden dort ganz locker in diesen Filialen Ein- und Ausgang fanden, ganz einfach ihr Geld wegtransferieren konnten, sodass also der Haircut eben dann nicht wirkt.
Es wird zwar, ich sage einmal, politisch geleugnet, dass das halt ein Sonderfall wäre, das ist also wiederum ein neuer Begriff, also das ist ein Sonderfall, ein Einzelfall und das gilt natürlich nicht für alle anderen Länder, dazu kann man nur sagen, wer glaubt, wird selig, ja. Ich glaube schon, dass man hier ein Exempel statuieren wollte, weil das natürlich also der kleinste Staat ist. Wir wissen, also nur 0,2% da trägt Zypern zur Wirtschaftsleistung der Eurozone bei. Dass man hier ein Exempel statuieren wollte, um zu sehen, wie die Öffentlichkeit reagiert. Ich habe also stark den Eindruck und bin also ziemlich sicher, dass genau man hier so eine Art Rollenmodell exekutieren wollte, um zu sehen, wie die Leute reagieren, ob sie hektisch reagieren, ob es zu Plünderungen kommt, also nicht von den Banken, sondern wenn die Leute nicht zum Geld kommen, ob sie also Lebensmittelgeschäfte plündern, ob das Militär eingreifen muss oder die Polizei und so weiter. Und ich bin überzeugt davon, dass man hier ein Exempel statuieren wollte. Wenn man jetzt hernimmt, diese 10 Milliarden, die von ESM kommen, das, was du zuvor gesagt hast, so könnten die Zyprioten natürlich sagen, oh, das nehmen wir gerne an. Diese 10 Milliarden marschieren ja sowieso wiederum hinein in die Banken, sprich zu den Bankeigentümern, zur Bank of Cyprus, weil die eine wird abgewickelt. Und wir nehmen das gerne an und die 10 Milliarden kommen natürlich von den 16 anderen europäischen Ländern. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr könnten sie sagen, na, die 13 Milliarden Schulden, die wir haben, plus die 10 dazu, ja, sind 23, dann sind wir circa bei 140% der Wirtschaftsleistung, also das BIP ist ja 17, wären also ungefähr so 140%, na, dann ist das Spiel, das wir von Griechenland kennen, vor zweieinhalb Jahren. Und dann könnten Sie natürlich sagen, nach einem halben, dreiviertel Jahr, meine lieben Miteuropäer im Euroraum, wir treten aus der Eurozone aus und die 10 Milliarden werden wir nie zurückzahlen. Dann würden natürlich, Punkt 1, hätten wir dieses Exempel, dass ein Staat sagt, ich trete aus dem Euroraum aus, und Punkt 2, hätten wir das Gleiche, was Island gemacht hat, dass sie einfach sagen, wir zahlen die Schulden nicht zurück, basta. Das Einzige, was auf der Welt systemrelevant ist, das sind wir, die Menschen. Genau. Banken können nie systemrelevant sein, wie du völlig richtig gesagt hast. Island hat das bewiesen. Die zwei größten Banken haben die Isländer einfach pleite gehen lassen. Vielleicht auch noch hinzu, die haben dann auch also die korrupten Politiker verfolgt, also strafrechtlich verfolgt. Einige gibt es noch Prozesse, einige wurden schon verurteilt. Und Island steht also nach einem Sanierungspaket, das sie sich selbst auferlegt haben, indem sie eben die Banken, die großen Banken, die überall waren, das systemrelevant gelten, pleite gegeben haben lassen, stehen sie also besser da als alle anderen Staaten in der Eurozone. Mit dem Euro hat die EU-Troika eben diese Klammer, dass die Länder, dass die Staaten zur EZB um Geld betteln gehen müssen. Und diese Klammer ist natürlich ein irrsinniges Machtinstrument. Und sobald ein Stein, eben auch wenn es nur so ein kleiner ist wie Zypern, herausbricht, kann das natürlich eine Alternative im Sinne, im Gegensatz zu alternativlos, eine echte Alternative sein, dass die Länder und die Regierungen, insbesondere aber die Bevölkerung erkennt, dass es natürlich eine Alternative zum Euro gibt, nämlich ihre frühere Währung oder eine neue Währung, die sie schaffen wollen, die sie wie auch immer benennen wollen. Wenn wir über Wirtschaftspolitik sprechen, gibt es zwei große Blöcke. Das eine ist die Geldpolitik und das zweite ist die Fiskalpolitik. Die ist ja geblieben bei allen 17 Ländern. Die Geldpolitik jedoch, also das heißt die Geldmengensteuerung, die Festlegung der Zinssätze, als auch sonstige politische Maßnahmen wie Mindestreserve zum Beispiel, die haben die Länder an die EZB abgegeben. Und das, was Sie vielleicht nicht eingesehen haben, also vor 1999 oder so wie Zypern ist, glaube ich, erst 2004 beigetreten, dass man natürlich hier wahnsinnig eine große Macht abgibt an eine Institution, die nicht gewählt ist, nämlich die Europäische Zentralbank. Und genau das ist das Machtinstrument, das jetzt gespielt wird seit 3-4 Jahren. Die Griechen müssen zum Herrn Draghi gehen, um sich um Geld anzustellen und zu betteln, genauso wie die zypriotische Bevölkerung. Und wenn man jetzt nur an diese Junktimierung denkt, die der Herr Draghi ausgesprochen hat, also wenn bis Montag übers Wochenende das nicht verhandelt ist, dann dreht er den Geldhahn ab. Naja, da sind wir natürlich, ich sage mal, in einer Diktatur, wie man sie sonst nicht mehr gewohnt ist in der westlichen Welt. Klare Erpressung, also ja. Das ist klare Erpressung, das muss man ohne weiteres sagen.
Und das ist eigentlich der Grund, wieso also diese Krise also so exponiert ist, und das sollten die Menschen verstehen. Es geht also nur ums Geld und wer das Geld drucken darf. Und das darf eben in einem Währungsverbund, in einer Währungsunion, eben nur die Zentralbank als originäre Bank, die das Geld ausgibt, und das ist eben die Machtkomponente, die nur der Herr Draghi hat. So muss man vielleicht, sagen wir, wenn man höflich ist, das auch zugestehen, dass kein Mensch gerne wieder so eine zentrale Machtkomponente hergibt. Nur hat man halt in den letzten 14 Jahren alles andere getan, um diesen Währungsraum wirklich professionell zu managen. Und da liegt also die Hauptschuld meines Erachtens bei Deutschland, die also aufgrund von Lohndumping eben sich einseitige Handelsbilanzüberschüsse auf Kosten also des ganzen südeuropäischen Raums unter anderem zugeführt hat und genau diese Politik jetzt in Südeuropa aufzwingen möchte. Und wenn man nur denkt, dass die einfache Gleichung des Nullsummenspiels, mein Exportüberschuss ist dein Importdefizit, also kann es natürlich im Euroraum, können nicht alle Länder Exportüberschüsse haben. Das ist also de facto unmöglich. Und wenn jetzt Deutschland die Politik des Sparens, was sie ja tun seit 2 bis 4 Jahren, den ganzen südeuropäischen Raum aufzwingt und ca. 150 bis 200 Millionen Menschen in eine Zukunftsperspektivenlosigkeit treibt, hohe Arbeitslosigkeit bei jungen wie bei älteren Menschen generiert und hinzu kommt auch noch durch die Einsparungen im Gesundheitssektor, die Menschen auch noch in den Suizid treibt, gibt ja Statistiken, dass in Griechenland und Portugal diese massiv angestiegen sind, so ist das natürlich eine menschenverachtende Politik. Die Presse hatte sich gegen den Zugriff der Macht gewehrt. Diese Zeiten sind vorbei. Wo mal Mut war, ist heute nur noch Unterwerfung. Wo mal Courage war, Angst und Feigheit! Investigativer Journalismus ist durch kritischen Wohlfühljournalismus ersetzt worden.